Hallo, Servus, da ist der Peter. Ich zeige euch heute, wie ihr mit Allplan beginnen könnt. Ihr habt noch gar keine Erfahrung von CAD oder seid nur wollt mal kurz reinschnuppern, ihr wollt irgendwas ausprobieren, ihr seid noch komplett am Anfang, dann ist das das richtige Video für euch. Ich zeige euch, wie Allplan funktioniert. Wir starten gemeinsam erstmal Allplan 24. Jetzt sind wir hier in diesem Allplan-Menü. Ihr könnt entweder jetzt hier auf Neues Projekt klicken oder ihr schließt das Ganze. Das machen wir mal, denn ihr müsst ja in Zukunft auch damit wieder klarkommen. Schließen wir hier das Ganze. Gehen hier auf Projekt und Ressourcenverwaltung und erstellen uns jetzt ein neues Projekt. Wir nehmen hier den Basis-Allplan. Nenne ich jetzt das Projekt. Der Speicherort ist bei mir auf lokal eingestellt. Ihr habt hier die Möglichkeit auch in eine Cloud von BIM Plus zu speichern oder wahrscheinlich auf euren Server. Ich belasse das jetzt auf Localhost. Ich benutze keine Projektvorlage, denn wir zeichnen ja jetzt in 2D erstmal und brauchen deswegen keine Gebäudestrukturvorlage. Ich gehe hier auf Weiter und habe hier die Möglichkeit, wenn ich hier reinklicke, auf Büro oder Projektangaben abzuspeichern. Stellt das bitte erstmal alles auf Projekt ein, dann könnt ihr sicher sein, dass ihr bei euren Kollegen nichts verändert. Hier schauen wir, dass der Voreinstellung Bezugsmaßstab 1 zu 100 ist und dann klicken wir auf Fertigstellen. Jetzt sind wir im ersten Dokument, das auch Teilbild genannt wird in Allplan. Das ist sozusagen wie unsere virtuelle Zeichenplatte jetzt, okay? Wir haben ein Blatt von der Zeichenplatte hier drauf gespannt und dort können wir zeichnen. Dieses Blatt ist aber theoretisch unendlich groß. Und hier könnten wir jetzt gleich anfangen zu zeichnen, aber ich zeige euch jetzt diese verschiedenen Teilbilder oder Zeichenblätter. Dazu könnt ihr einfach einen Doppel-Linksklick in das weiße Feld machen oder hier auf Projektbezogen öffnen. Beides ist möglich und beim ersten Mal wird jetzt bei euch dieses Feld hier erscheinen und wir nehmen wirklich die Bauwerkstruktur manuell erstellen an und sagen okay und haben jetzt hier zwei Seiten von unserer Bauwerkstruktur. Es gibt auch eine Zeichnungsstruktur, die ignorieren wir, die brauchen wir nicht, wir nutzen nur die Bauwerkstruktur und dort haben wir jetzt hier 10 Zeichenblätter, wie ihr seht. Wenn ich jetzt hier eins auswählen möchte, kann ich einfach einen Doppelklick auf eine Zahl machen. Und jetzt sehe ich hier oben, bin ich im Teilbild 7. Wie schon vorher gesagt, mit einem Doppel-Linksklick komme ich wieder in diese Bauwerkstruktur und kann jetzt in das Teilbild 1 gehen. Und jetzt sehe ich auch hier Teilbild 1. Nochmal. Und jetzt klicke ich auf die Taste F2 und kann das Teilbild auch einen Namen geben oder ich mache per Rechtsklick umbenennen und kann das Teilbild benennen. Ich nenne das Ganze 2D zeichnen. Einmal Enter und jetzt mache ich einen Doppelklick wieder drauf. So beginne ich das Ganze. Als erstes schauen wir uns die Action Bar an. Die Action Bar ist sozusagen diese Funktionspalette hier oben. Und dort, es könnte bei euch auch anders aussehen, denn es gibt verschiedene Einstellungsmöglichkeiten in Allplan. Was wirklich super ist, man muss sie nur verstehen. Ich habe zum Beispiel hier eine Eigenschaftspalette. Wenn ich auf diese Pinnadel drücke, dann bleibt sie hier. Habt ihr diese Eigenschaftspalette nirgends zu sehen, dann geht ihr einfach auf einen freien Platz in einer Leiste, also irgendwo, wo nichts ist, Rechtsklick und dort könnt ihr die Eigenschaftspalette aktivieren oder deaktivieren. Dasselbe gilt für Assistenten, Bibliothek, Connect, Layer, Objekte, Ebenen, Issue Manager und BIM Collab. Die Eigenschaftspalette ist vor allem, ja, die ist eigentlich sehr wichtig. Die solltet ihr aktiviert lassen. Und wie gesagt, mit dieser Pinnadel könnt ihr sie einklappen lassen oder nicht. Ich lasse sie gern ausgeklappt, damit ich die sehe. Wenn ihr mit der Maus an den Rand dieser Palette geht,
könnt ihr mit gedrückter linker Maustaste das Ganze breiter oder enger ziehen. Und wir haben hier die Möglichkeit, Stiftdicken, Stricharten und Linienfarben zu erstellen. Vorausgesetzt sind diese Checkboxen hier. Wir können hier etwas vordefinieren. Zum Beispiel, wir wollen eine gepunktete Linie zeichnen oder eine durchgezogene und können hier auch die Stiftdicken generieren. Jetzt zeichnen wir die erste Linie. Wir gehen dabei hier links auf Architektur, wenn ihr das habt. Naja, gehen wir auf Konstruktion, das müsste jeder haben. Konstruktion. Bei Konstruktion können wir hier einfach oben in den Reiter Konstruieren klicken und haben hier jetzt die Möglichkeit, von verschiedenen Elementen auszuwählen. In der Actionbar ist hier unten immer so eine blaue Leiste. Wenn ihr hier einen Doppelklick macht, dann halt nicht, sich eigentlich, mir reicht der Platz nicht, deswegen, okay, etwas umstellen, egal. So, wir haben hier einzelne Funktionen und wenn da so ein Pfeil nach unten erscheint, dann nennt man das Flyout, also hier sind noch mehrere Funktionen versteckt. Ich klicke hier einmal drauf und habe hier nicht nur die Möglichkeit, eine Linie zu zeichnen, sondern auch einen Polygonzug oder eine Fülllinie. Ebenso hier bei den Splines. Hier habe ich die Möglichkeit, ein Spline, eine Freihandlinie oder Funktion zeichnen zu erstellen. Rechtecke und Endecke, Kreise und Ellipsen. Hoppla. Und hier Einzelpunkt, Punkt oder Revisionswolke. Ob ihr das alles am Anfang schon wissen müsst, sei mal dahingestellt. Aber wir beginnen erstmal mit einer ganz normalen Linie. Wir wählen uns die Linie aus, machen einen Linksklick und jetzt wird eine kleine Mini-Palette geöffnet. Diese Mini-Palette gibt uns vor, ob wir Einzellinien zeichnen wollen oder so einen zusammenhängenden Linienzug. Einzellinien wähle ich mal aus und jetzt kann ich irgendwo starten zu zeichnen. Jetzt klicke ich einfach irgendwo hin und jetzt habe ich die Möglichkeit, einfach wieder irgendwo im Bildschirm zu klicken und ihr seht, die Linie wird bis zu meinem Mauszeiger gefahren. Ich klicke nochmal und jetzt wurde die Linie erstellt. So einfach war das. Ich mache eine neue Linie, klicke hier hin und die Linie wurde wieder erstellt. Und so kann ich jetzt ewig fortfahren. Wähle ich jetzt Linienzug aus, wie das Symbol schon andeutet, klicke ich jetzt hier hin und die Linie wird ewig lang fortgefahren. Bis ich mit der Funktion wieder die Funktion beende. Die Funktion beendet man mit Escape. Also ich klicke einmal Escape und nochmal Escape und jetzt ist die Funktion beendet. Jetzt habe ich hier einfach Linien gezeichnet. Ich kann diese virtuelle Grundebene, also dieses Zeichenblatt, ewig groß bezeichnen, also fast ins Unendliche. Also das ist schon eine Begrenzung da, aber und ich kann hier wegscrollen mit dem Mausrad. Ich kann auch wieder hinscrollen mit dem Mausrad. Und es wird immer das vergrößert, was im Fokus steht. Das heißt, wenn ich jetzt wegscrolle, die Maus bewege nach hier und scrolle wieder, dann seht ihr, gehe ich in das weiße Feld hinein und scrolle hier rein. Hier ist es ja möglich, ganz weit hinein zu scrollen und jetzt denkt man sich eigentlich, dieses Zeichenblatt wäre leer. Ich habe gar nichts hier drauf gezeichnet. Dem ist aber nicht so. Und da, das könnt ihr euch wieder alles anzeigen lassen, was ihr bisher gezeichnet habt. Wenn ihr mit der Maus nach unten fährt, kommt hier eine extra Leiste und dort klickt ihr auf dieses Symbol, ganzes Bild darstellen. Einmal klicken und jetzt wird ihr automatisch gezoomt. Auf das Feld, das ihr gezeichnet habt. Also hier in dem Fall diese Linien. Im nächsten Schritt ist es so, wir markieren jetzt mal Linien. Ihr könnt entweder zum Beispiel eine Linie anklicken und die nächste. Und wir wollen jetzt zum Beispiel Sachen löschen. Braucht man ganz oft, dass man irgendwas löschen möchte. In Alpen ist es so, dass man eigentlich erst die Funktion auswählt und dann markiert man.
Aber es gibt natürlich auch diese Option, etwas zu löschen mit Anwählen und Entfernen. Ich benutze das selber nicht. Ich klicke jetzt STRG Z. Das ist aber dasselbe wie dieser Pfeil hier. Also wenn ich jetzt das rückgängig mache oder vorwärts mache, seht ihr hier, kann ich über diese Pfeiltasten steuern. So, jetzt könnte ich einzelne Linien markieren und dann auf diese Löschfunktion klicken. Oder ich könnte die Löschfunktion klicken und dann einzelne Linien anklicken. Okay? Ich mache das wieder rückgängig. So. Jetzt habe ich die Möglichkeit, auch mehrere Linien auf einmal auszuwählen oder anzuwählen. Löschen. Dann einen Rechtsklick. Dann kommt eine Summenfunktion am Mauszeiger. Und jetzt können wir einzelne Linien anklicken. Dann werden die erstmal bloß markiert. Und dann können wir prüfen, wollen wir wirklich diese ganze Linie löschen? Vielleicht war eine falsch. Dann könnt ihr die nochmal reaktivieren und dann wird sie nicht mehr markiert. Und wenn wir jetzt auf Rechtsklick klicken, sind genau die markierten Linien gelöscht. Ich mache nochmal rückgängig. Wähle wieder Löschen aus. Rechtsklick. Und dieses Mal markiere ich mir aber etwas. Alplan hat die Möglichkeit, zwei verschiedene Arten zu markieren, in Blau und in Grün. Wenn ich jetzt von links oben anfange zum Beispiel und nach rechts unten meine Maus ziehe, bei gedrückter linker Maustaste, seht ihr einen blauen Kasten. Alles, was jetzt komplett von diesem blauen Kasten umschlungen wird, wird gelöscht. Diese Linie hier unten, diese hier, die berühre ich nur, aber die schließe ich nicht ein, genauso wie die. Deswegen werden diese jetzt nicht gelöscht. In dem Fall habe ich sie nur markiert, Rechtsklick und gelöscht. Ich mache das Ganze nochmal rückgängig, mache wieder löschen und ziehe jetzt das Feld von unten rechts nach links oben auf. Und jetzt merkt ihr, die Markierungsfläche wird grün. Und jetzt lösche ich aber dann oder markiere ich erstmal alles, was ich auch berühre. Das muss ich nicht komplett einschließen. Und schon ist es gelöscht. Ich mache das wieder rückgängig. So könnt ihr erstmal die Markierung verstehen. Und damit wir jetzt noch zum Abschluss etwas zeichnen, kann ich jetzt erstmal alles markieren mit STRG A. Dann ist alles in diesem ganzen Zeichenbrett, also in diesem Teilbild ausgewählt. Und jetzt kann ich das Ganze löschen. Wir fangen jetzt an, das Haus vom Nikolaus zu zeichnen. Und fangen an mit der Linie. Wir wollen aber nicht irgendwie das Haus von Nikolaus so zeichnen, sondern, ich gehe jetzt auf rückgängig, sondern wir machen das anhand von Koordinaten. Also wir geben genaue Maße ein. Das Haus von Nikolaus starten wir zum Beispiel hier. Hier unten ist der Bereich für Delta X und Delta Y. Delta X ist sozusagen der rote Bereich. Hier unten habe ich so eine Kennzeichnung, x geht also nach rechts, y nach oben und der Minusbereich würde dann in x nach links gehen und in y nach unten. Auch an meinem Fadenkreuz seht ihr, dass hier grün und rot markiert ist. So weiß ich immer, wo x und y vorhanden ist. Es gibt auch noch eine z-Achse, die ist blau, die gibt es dann auch und je nachdem, wie das verdreht ist, weiß ich immer korrekt, in welche Richtung ich gehen muss. Ich habe jetzt schon einmal die Linie geklickt hier unten und wenn ich mit meiner Maus hier wieder drauf gehe auf diesen Punkt, dann rastet der so richtig ein. Und mit der Tabulator-Taste, mit der Tab-Taste, die ist links neben dem Q, kann ich jetzt zwischen Delta X und Y springen. Wenn ich jetzt bei Y 1 eingebe, dann gehe ich genau 1 Meter nach oben in Y. Ich lösche das wieder weg mit Backspace und gehe mit der Tabulator-Taste auf X und gebe hier 1 ein. Und ihr seht, jetzt wird in X-Richtung 1 Meter eine Linie nach rechts gezeichnet. Ich lösche das und wir gehen einfach davon aus, dass das Ganze 8,50 Meter ist. Jetzt gebe ich 8,50 zum Beispiel ein, aber die 0 kann ich mir eigentlich sparen. Deswegen lösche ich die wieder und jetzt gehe ich 8,50 Meter nach rechts. Ich drücke einmal die Enter-Taste und jetzt habe ich genau eine Linie von 8,50 Meter hier gezeichnet. Jetzt möchte ich wieder 8,50 nach oben zeichnen.
Das könnt ihr entweder tun, indem dass ihr mit dem Mauszeiger wieder hier hingeht und mit der Tabulator-Taste jetzt auf Y geht und auch hier 50 eingibt und Enter. Oder ihr könnt das Ganze auch immer so machen. Ihr seht, hier unten verändern sich die Deltas, indem dass ich einfach irgendwie was verschiebe. Seht ihr? Jetzt habe ich hier so einen Vorschub. Jetzt möchte ich 8,50 Meter haben. Und ihr seht, jetzt geht es in X. Minus 8,50 Meter. Und ich habe das Ganze jetzt hier abgesetzt. Selbe Spielchen wieder. Wir gehen mit der Maus hier drauf. Tabulator-Taste minus 8,5 und so haben wir jetzt dieses Haus erstmal geschlossen. Jetzt gehen wir schräg nach oben und können auch einfach hier reinklicken. Wir müssen jetzt nicht hier irgendwas ausrechnen, sondern wir klicken einfach mit der linken Maustaste in dieses Eck und schon haben wir das Haus vom Nikolaus schon das erste Kreuz, die Strebe eingebaut. Jetzt wollen wir genauso das Dach machen. Wir können so Fangpunkte erstellen. Ich halte mal die mittlere Maustaste gedrückt und verschiebe mir das Ganze hier nach unten. Ich kann mir hier so Fangpunkte erstellen, indem dass ich kurz auf irgendeiner Ecke drauf bleibe. Dann wird bei mir, ich scroll mal hin, so ein kleines blaues Kreuz erzeugt. Ich hoffe, man kann es erkennen. Und dasselbe habe ich auch hier getan. Also auch hier. Und wenn diese zwei Kreuzpunkte da sind, dann wird ein Fangpunkt erstellt und ihr seht jetzt hier eine gestrichelte Linie, die zeigt mir die 45 Grad Spurlinie an von diesem Punkt und die verfolge ich jetzt so lange, bis die andere Spurlinie auch erfolgt. Jetzt kreuzen sich und ich klicke einmal drauf auf die linke Maustaste und jetzt habe ich genau im Mittelpunkt den First von unserem Dach. Jetzt klicke ich hier unten hin und habe auch hier diesen Punkt und hierhin. Ich escape und beende damit meine Funktion und habe das Haus vom Nikolaus gezeichnet. Mit mittlerer Maustaste kann ich wieder alles verschieben oder meine Ansicht verschieben. Ich kann hinscrollen, wegscrollen. Genau. Es gibt auch die Möglichkeit, die rechte Maustaste gedrückt zu halten, wenn keine Funktion aktiv ist und ein Objekt einzugrenzen. Und schon werde ich darauf gezoomt. Ja, wenn ihr jetzt die Linien zeichnet und möchtet hier noch eine Garage anfügen, könnt ihr einfach wieder starten, indem dass ihr einen Punkt hier auswählt. Hier rastet ihr ein. Und jetzt gehen wir einfach, wie groß ist die Garage? Sagen wir mal 6,5 Meter nach rechts. Enter. Und schon habt ihr wieder eine Linie hier gezeichnet. Drückt der mittlere Maustaste, gehe ich nach links. Und jetzt könnte es sein, dass ihr euch mal vertan habt hier zum Beispiel. Dann klickt einfach auf diesen Pfeil wieder und schon könnt ihr wieder das Ganze rückgängig machen. Diese Palette ist übrigens verschiebbar. Ja, wenn man wieder auf Escape drückt, dann beendet wieder die Funktion. Ihr könnt jetzt immer wieder auf diese Linie klicken oder in Albion ist es so toll, wenn ihr irgendetwas abgelegt habt in dieses Zeichenfeld, dann könnt ihr einfach mit Doppelrechtsklick das Ganze wieder reaktivieren mit denselben Einstellungen, die ihr hier getätigt habt. Also ich nehme die Linie, Doppelrechtsklick, klicke jetzt hier unten auf meinen Startpunkt und der Endpunkt meiner Linie mit Tabulator-Taste, gehen wir mal 5 Meter nach oben und schon haben wir hier die 5 Meter gesetzt. Und da ich jetzt aber kein Maß eingeben möchte, kann ich einfach hier wieder meinen Fangpunkt holen und habe hier wieder meine Spurlinie und setze den Endpunkt hier an der Hausmauer ab. Einmal klicken und jetzt haben wir auch hier die Garage gezeichnet. Mit Escape kommen wir raus von der Funktion und haben jetzt unser Haus vom Nikolaus. Wenn ihr gerne mehr davon haben wollt, schreibt es bitte in die Kommentare, liked das Video und dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Video bei den Allplan Basics. Servus, ciao, euer Peter.